Fahrrad geklaut? Jeder kennt das. Fast jeder hat es schon mal erlebt. Wie unser Reporter in der Kölner Innenstadt feststellt, als ihm binnen weniger Minuten mehrere Betroffene ihre Fälle schildern. Schon einige, aber das letzte war, es stand bei uns im Keller im Abteil. Das Abteil wurde aufgebrochen und das Fahrrad wurde aufgeknackt und mitgenommen. Mein neues Rennrad habe ich jetzt ins Zimmer gehangen, hängt an der Wand. Da wird es nicht geklaut. Also ich hatte nicht so ein gutes Schloss wie jetzt, genau, und das wurde dann einfach aufgebrochen und an der Straße halt geklaut, mittags. Voriges Jahr zwei Stück sind geklaut worden, hintereinander. Total doof. Ich habe mein Fahrrad das ganze Jahr draußen stehen, habe es dann auf das Dach gestellt, es ist unterm Dach geklaut worden. Und immer beliebter bei den Dieben? Teure E-Bikes, wie das von Mediendozent Johannes Wolf. 3000 Euro, gekauft vor einem Jahr für den 8 Kilometer langen Weg zur Arbeit, um während der Pandemie die Bahn zu meiden. Steht halt draußen, weil wir keinen Keller haben. Und jedes Mal, wenn ich dann an den Rädern vorbeigehe, gucke ich so, ist es da noch da, und plötzlich war es weg. Meine erste Reaktion war mehr so ein, na toll, es war ja klar, dass das irgendwann passieren muss. Mal Adrenalin hoch natürlich, und dann habe ich geguckt, kann ich es noch tracken, weil ich habe einen Tracker am Bike, und sehe dann, es ist noch eine Straße weiter. Also direkt hin und den Dieb stellen? Nein, denn was Wolf immer wieder gehört hat, auf keinen Fall alleine, weil das gefährlich werden könnte. Also? Tatsächlich war es so, dass ich dann mit der Polizei in den Hinterhof bin von einem fremden Haus, und dort stand es mit einem fremden Schloss angeschlossen. Und ich muss dann erstmal der Polizei beweisen, ist es wirklich mein Fahrrad, stimmt meine Nummer, aber Fahrradpass im Handy, alles gut. Und dann haben die mir das aufgeknackt und dann war ich schon sehr erleichtert. Meist lassen Diebe die Räder dann einfach irgendwo stehen. Die landen dann in Fundbüros wie diesem hier in Köln. Der Bestand beträgt hier ständig rund 800 Räder und Bikes. Nach Abgabe bleiben sie maximal 6 Monate hier. Meldet sich kein Besitzer, kann der Finder selbst Anspruch auf das Rad erheben, bevor es versteigert wird. Wichtig für Diebstahlopfer ist also Folgendes. Man sollte regelmäßig immer unser Fundbüro-Online-Portal durchgucken, immer die ganzen Beschreibungen durchgucken. So ungefähr weiß man ja, welche Marke man hat oder wie auch immer, ne? Also Beschreibungen durchlesen. Und Sie können ja per telefonisch oder per Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Und wichtig ist halt, was ich als Tipp immer weiter geben kann, ist, dass Sie Ihr Fahrrad am besten immer fotografieren. Ne, dass man, wenn Sie jetzt nicht mehr über den Kaufvertrag verfügen oder keinen anderen Nachweis haben, ist das immer sinnvoll, wenn Sie ein Foto von Ihrem Fahrrad machen. Wie schnell Fahrraddiebe zugreifen, hat auch ein Versuch unserer Reporterin Nicola Fischer am Bremer Hauptbahnhof gezeigt. Nach nur einer Stunde Warten geht ein Mann mehrfach an ihrem dort abgestellten Mountainbike vorbei und stiehlt es schließlich. Auch bei dieser anschließenden Verfolgung hilft ein Peilsender am Rad. Die Reporterin versucht, den Dieb zu stellen. Das ist mein Fahrrad! Ey! Bleib stehen! Das ist mein Fahrrad! Keine Chance. Dann setzt das Signal aus. Eine Stunde später empfangen wir es wieder. Und? Da liegt es. Der Täter hat das Fahrrad kurzerhand entsorgt und ist geflüchtet. Tracker sind also durchaus nützlich, kommen aber immer erst dann zum Einsatz, wenn das Rad schon in Diebeshand ist. Was also kaufen, um das schon im Vorfeld zu verhindern? Dazu zwei Faustregeln vom ADFC-Experten, um sich in der Vielfalt der Schlösser zu orientieren. Gute Schlösser sind immer schwer. Unter 1 Kilo kann man ungefähr sagen, sind die Schlösser relativ leicht zu knacken. Sehr verbreitet sind diese Faltschlösser, wie wir sie hier sehen. Diese Schlösser sind sicher, weil sie aus hochwertigen Materialien sind, weil sie auch sehr dick sind, sehr massiv sind und ich mit Werkzeug sehr große Schwierigkeiten habe, dieses Schloss zu durchtrennen. Und zweitens, einen Fremden sofort stören, wenn er sich am Rad zu schaffen macht. Wir haben hier ein Alarmschloss. Das ist also ein Schloss, das, wenn es bewegt wird, wenn das Fahrrad bewegt wird, Alarm schlägt. Aber es ist ein intelligentes Alarmschloss. Wenn es nur leicht bewegt wird, kommt nur ein kurzer Warnton. Erst wenn das Fahrrad richtig dauerhaft viel bewegt wird, dann kommt der durchdringende helle Ton. Wenn ich jetzt fahre oder so an dem Schloss manipuliere, weil ich es durchsägen will, dann geht jetzt der laute Alarm los. Und dann kann Und Achtung, auch wer gut versichert ist und sich deswegen im Fall des Diebstahls ein schönes neues Rad gönnen kann, sollte dennoch für gute Absicherung sorgen.
Denn nach mehreren Fällen kann die Versicherung kündigen und die Raten empfindlich erhöhen. Und davon erfährt auch die Konkurrenz. Johannes Wolf hat sich vorgenommen, sein Rad nun nicht mehr draußen abzustellen, sondern nur noch an Orten, die entweder abgesperrt oder nicht einsehbar sind. Die Suche nach dem Dieb wurde eingestellt.